Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest. Hier sind wir wieder zurück. Und beim letzten Mal haben wir ja freudestrahlend hier oben den Turm angefangen zu bauen. Waren an sich schon mit dem Außenstrukturgerüst fertig. Und sind jetzt natürlich dabei, hier oben lag es jetzt natürlich wieder wegen den Hühnern. Und sind jetzt natürlich dabei, ich bin runtergegangen wegen Holz wahrscheinlich. Den Turm auch ein wenig zu verschönern und da hinten müssen wir auch noch auf jeden Fall noch was machen. Und dann den Turm ringsherum mit Bäumen zuzugleistern. Und mit entspannender Musik von Satinavs Ketten beginnen wir unser Tagewerk. Hier haben wir auch noch Sandstein, dann nehme ich einfach mal den Sandstein jetzt hin. Moment. Und machen wir da Sandstein-Slabs. Jo, dann machen wir uns Sandstein-Schlaps. Und dann haben wir noch Glas. Da haben wir noch Glas. Das trifft sich gut. Sonst noch irgendwas in der Richtung. Endstein haben wir hier noch. Das ist ja mal Endstein geil. So, Eichenlaub haben wir hier noch, Steinkohle haben wir noch. Nichts, was ich brauchen könnte. Bemooster Ziegelstein habe ich. Was ist das denn hier? Ach, das ist bemooster Pflasterstein, alles klar. Steinziegel und du bist Kies. Gut, dann gehe ich erstmal mit dem, was ich habe, jetzt nach oben. Und dann sehen wir nachher, was wir noch brauchen sollten, müssen. So. Jo, ich will natürlich nicht diesen Turm nur einzeln stehen lassen. Ich will den noch ein bisschen irgendwie vergrößern oder sowas. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es mache. Da bin ich mir noch sehr unschlüssig. Erstmal mache ich hier zu. Weil hier müssen wir nicht mehr rangehen. Das kann doch nicht angehen, ey. So, Moment. Dann nimmt das Gacker vielleicht noch ein bisschen ab. Und da haben wir hier noch ein paar Steinziegeltreppen. Flupp. Naja, halbwegs. Und zwar, das ist jetzt hier der Boden, ne? Hatte ich mir gedacht, dass ich hier komplett nochmal einen neuen Boden reinziehe danach. Und sozusagen dann hier, oder ich mache hier wirklich das dann noch aus Sandstein komplett, dann sieht das auch gar nicht so schlecht aus. Dann zimmere ich nämlich hier komplett neuen Boden rein. Also jetzt sagen, wie die Etage hat. Ist natürlich extrem laut, ne? Das ist das Problem an der Sache. Dann kann man hier sowas wie eine Kaserne vielleicht mit Trainingstruppen oder sowas reinbauen. Wenn man hier so einen Außenposten hat, wir wollen ja irgendwann nochmal eine Burg bauen. Und was wir die alles bauen wollen. Dass man dann irgendwann halt mal hier auch ein bisschen was an Burgmäßig bauen kann. Nehme ich mich jetzt mal noch ein paar Steinziegel raus. Ja, ich werde versuchen, jetzt die Aufnahme wieder ohne Aufnahmen, ohne das Cutten zu machen, 50 Minuten Parts. Da müsst ihr mal entscheiden. Also ich fand jetzt beides nicht schlecht. Ich habe nichts dagegen, diese 50 Minuten Parts aufzunehmen und dann immer abzumoderieren, aufzumoderieren. Das wollte ich früher aber nie machen, weil das mir dann zu, weil ich damals noch nicht so viel aufnehmen konnte auf einmal. Das gewöhnt muss ich ja nach einer Zeit lang einfach an. Mittlerweile finde ich es aber auch ganz okay, kann ich also machen. Also wenn ihr möchtet, dass ich das ab und an moderiere, jede Folge, dann schreibt mir das in die Kommentare. Und dann werde ich mich natürlich danach richten dann. So. Dann baue ich jetzt hier einfach mal die. Hier wird jetzt noch ein Außenring dran gebastelt. Ob ich das jetzt richtig gemacht? Das hier wollte ich abmachen, das wollte ich nämlich, wollte nämlich was anderes hin. Oh! Hühner! Hier wollte ich nämlich was anderes hin machen. Moment, ich nehme schon mal die Erde mit. So. Das ist alles Half-Slabs, ne?
Moment, wo hätte ich das jetzt hingepackt? Hier ist eins, gell? Ich bin leicht verrückt gerade. Doch, haut hin so, okay. So, das kommt noch ab da. Und dann kommt nämlich jetzt hier die Treppe rein. Und zwar genau in die Mitte. Warum habe ich da oben doppelte Schicht? Was habe ich da gemacht? Ach, da sollte ein Tisch hinkommen. Stimmt, da war ein Tisch. Hier kommt nämlich jetzt... Ich sehe gerade, ich habe gar nicht. Hier fehlt noch Boden. Das ist eine bodenlose Frechheit. Oh, lustig. Alles klar. Okay, hier fehlt also komplett noch der Boden. Das heißt, ich kann hier wirklich einfach einen reingehen. Quatsch. Kann ich zum Beispiel einfach das hier nehmen? Moment. Boah, das Gelacke geht ein bisschen auf die Nerven. Aber nur ein bisschen. Ah, das ist helles Holz, alles klar. Das ist gar nicht. Das ist, ich dachte, das ist helles Birkenholz. So. Das kann ich auch alles abmachen. Hier ist Glas drunter. Ja, es tut mir sehr leid, dass es hier oben dann immer so ein bisschen lackt. Kann ich jetzt aber auch nichts dafür. Meine FPS sind bei 15, wer das wissen möchte. Alles klar, okay, da kann ich jetzt hier alles wieder rausreißen. Dann kommt hier nämlich ganz simpel und easy sowas hin. Kann ich jetzt den noch hinpacken? So, den Rest tue ich dann vorher mit der Workbench zu Halbstein verarbeiten. Das ist eine zu große Verschwendung. Wenn ich hier reinkommen muss, ich dann auch mal gucken. Ich möchte ungern, also ich möchte wirklich die Hühnerfarm komplett verriegelt haben, dass man das nicht mehr sieht. Ich weiß bloß nicht mehr, wie ich es machen soll. Also ich weiß noch nicht, wie ich machen soll. Gib her. Da war ich verarschen. Gib die mir nicht. Ich bin voll, alles klar. Ach so. So, Mensch. Ich den gleich mal, und zwar kommt der dann theoretisch dahin. Und hier oben kann ich dann den anderen draufsetzen. Okay, passt. Habe ich jetzt Holz dabei? Nee, Holz habe ich nicht dabei. Gut, dann gehen wir erstmal wieder runter. Und die ersten Zombies. Boah, ich weiß nicht, ob ich jetzt die ganze Zeit durchhalte bei dem Gelacke da oben. Ey, machen wir zwischendurch einfach mal eine Pause dann. Stirb. Und gehen woanders hin, weil das ist ja doch schon echt penetrant. Okay, wir haben hier noch Steinziegel. Da haben wir noch Steinziegel. Dann mache ich jetzt mal hier ganz kurz den hier. Lalala. Ach ja, der Entenklebe. Das war die erste Mucke, die ich so zu Minecraft-Zocken gehört habe. Weil ich es einfach übelst geil finde. Jetzt würde ich nicht ganz so viel machen. Ist einfach perfekt, diesen entspannenden, wenn du alleine baust, so. Also fürs Let's Play ist es so mittelprächtig, aber wenn du alleine baust, ist es echt total geil, diese entspannende Musik dabei. So, schnupp. Hast du was Besonderes, nur weil du eine Rüstung an hast, hä? Ich geb dir was Besonderes. What the fuck? What the fuck?
So, wieder ins Gelacke rein. Voller Freude stürzen wir uns in das Lack-Abenteuer. So. Ich hoffe, dass es eventuell vielleicht ein bisschen dann weniger wird, sobald ich ja das zugebaut habe. Kann es aber nicht versprechen. Sondern töte ich einfach ein paar Hühner dann. Damit es wenigstens nicht mehr ganz so schlimm lackt. So. Falls ihr euch das jetzt fragt, also Hintergrundprogramm habe ich zum Beispiel nicht offen. Ich habe Steam und Skype und so ein Zeug ausgemacht. Weil das Typischste, was so die meisten Lacks verursachen könnte. Also nicht, dass ihr einfach sagt, das lackt bestimmt, weil du sowas offen hast. Nein, daran liegt es nicht. So, dann hier noch alles weg. Was ist das schon wieder? Nee, zweimal schaffe ich noch. Jo. Dann machen wir hier noch. Tschüss, ihr Hühnerbrut. Problem ist halt, wenn wir die töten, dass wir auch die Leistung unserer doch ganz respektablen Falle, ich meine Farben, dadurch mindern. Aber wenn wir hier diesen Turm öfters mal besuchen wollten, ich weiß ja nicht, was für eine Rolle der dann spielen wird, der Turm. Das könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Was wollt ihr denn, was in den Turm zum Beispiel reinkommt? Oder... Ja, irgendwo schreibt aber mal in die Kommentare, was wollt ihr, was hier... Habe ich jetzt zwei Äxte draußen? Achso, das war das, die Effizienz-Axt. Und dann habe ich noch die Haltbarkeit-Axt. Schreibt mal in die Kommentare. Und der beste Kommentar, der korrekt, der wird dann hier sozusagen der Turmwärter. Das schreibe ich dann noch an den Turm dran. Der kriegt... Oh, pardon. Der kriegt dann einen Ehrenplatz im Let's Play. Kann man ja öfters noch machen, so... Einfach ein paar Namen ranschreiben irgendwo, was Leute sich ausgedacht haben. Ist ja auch nur gerecht. Und will sich ja nicht mit fremder Leute Federn schmücken. Hätte ich doch noch ein paar machen müssen, ne? Oh, mal beruhigen. Loki. Schimmer Level Base. Stirb. Oder nicht. Dann können wir hier noch ein halbes reinmachen und da noch ein halbes reinmachen. Und nehmen uns noch wieder was raus. Und wir haben auf jeden Fall werden wir ein wenig Stein los im Laufe der Zeit. Hier immer noch 30. Ja, das ist ja nicht genauso so eine Zahl, dass es nicht passt. Wow. Ecke. Ich kann wegwerfen. Eier. Bam, 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 bam. Los, kommt her. Hände weg vom Einbaum. Hallo, Einbaum. Hallo. Ich weiß gar nicht, warum haben wir den Einbaum genannt. Einbaum. Ich glaube, das war der einzige Baum, der in dem Moment noch da stand. Das war einfach ein riesen Ding. Ich glaube, deswegen haben wir das Einbaum genannt. Ja, immer wieder, wenn ich mir Folge 1 angucke oder so, da schäme ich mich ja mal im Grund und Boden dafür, also ganz ehrlich. War halt bei mir damals, es war sehr naiv, muss man sagen, damals. Ich wollte mit einem Schlag sofort anfangen zu das Playen. Ich habe zwar natürlich auch Probeläufe gemacht, aber nicht annähernd in dem Format, dass man sagen könnte, oh ja, das er hat wirklich seine Qualität richtig gut eingetestet. Ich wollte einfach starten, obwohl ich wusste, dass ich wahrscheinlich gar nicht die Anforderungen dafür hatte, damals. Was halt dazu geführt hat, dass die ersten Folgen wirklich miserabel waren. Was ich sehr schade finde eigentlich, weil gerade die ersten Folgen waren so auch mit die, wo ich sage, das waren so die informativsten mit so, die zum Let's Play halt so losgehen und anfängen und so.
Und ich habe auch schon von einigen halt gehört, die haben sich die erste Folge angeschaut und haben dann halt gleich abgeschaltet oder haben gar nicht weitergeguckt, weil sie dachten, dass das die ganze Folge so weitergeht. Was natürlich dann nicht der Fall war, das war halt dieses Schlafproblem. Das ist sehr schade, ne? So, Moment. Packen wir mich. Hier. Womit ich jetzt nicht zwangsläufig sagen möchte, dass ich unbedingt gut als Player. Aber es ist auf jeden Fall ein gewaltiger Unterschied wie damals. Dafür, dass ich hobbymäßig war. Achso, ich hab's nicht abgefallen. Alter. Oh, Blumenfelder! Ich wollte das mal von oben betrachten, das Haus. Und von oben sieht es ein bisschen strange aus. Können wir vielleicht da oben noch so eine Riege draufpacken. Da hinten sieht man